Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir steht die neue Siemens EQ6 Plus. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr die Maschine mit dem Entkalkungsprogramm entkalkt. Heute möchte ich euch nun zeigen, wie ihr den Wasserfilter einsetzt bzw. wechselt. Das ist einfach deshalb wichtig, weil wenn ein Wasserfilter eingesetzt ist, muss die Maschine wesentlich weniger häufig entkalkt werden und deshalb kann ich das jedem nur empfehlen. Wie immer gehen wir ins Menü und finden dort dann, wenn man ein bisschen nach unten hier scrollt, zuerst Wasserhärte und dann hier den Wasserfilter. Wir drücken OK und sagen neuen Filter aktivieren. Bevor wir das machen können, müssen wir aber tatsächlich einen Filter einsetzen. So schnappen wir uns den Wassertank. Einen Filter, den man hier einfach händisch jetzt reindrücken kann. Wichtig ist nur, dass ihr darauf achtet, dass dieser einrastet. Da im nächsten Schritt ein Spülvorgang eingeleitet wird, solltet ihr darauf achten, dass genug Wasser im Tank ist. Jetzt können wir auf neuen Filter aktivieren gehen. Ihr bekommt jetzt die Info Tropfschale leeren. Das täusche ich hier jetzt nur mal kurz an, weil ich die Tropfschale tatsächlich erst eben geleert habe. Wieder rein und wie ihr seht, beginnt der Spülvorgang. Das ist eben der Prozess, bei dem der Wasserfilter einmal durchgespült wird und danach ist er auch aktiviert. So, das war's auch schon. Der neue Filter ist aktiviert und die Einstellung gespeichert. Und damit weiß die Maschine nun auch, dass ein Wasserfilter eben drin ist und das Entkalkungsprogramm nicht mehr so oft durchgeführt werden muss. Soviel zum Thema Entkalken und Wasserfilter bei der Siemens EQ6 Plus. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann packt die doch einfach in die Kommentare.